Mit dem Ding kann ich jetzt hier... Ne, das sind Zäune. Das ist auch das Falsche. Hey, was hatte ich gerade? Oh Mann, ich will so ein scheiß Zauntor haben. Wie baue ich denn so ein Zauntor nochmal? Ich kenne die ganzen Rezepte nicht, das ist nervig. Das ist der normale Zaun. Fans. Lass mich überlegen. Scheiße, scheiße, scheiße. Mal einen Schluck trinken. Gestern habe ich doch auch eingebaut, verdammt nochmal. So klappt denn das jetzt nicht mehr? Ja, ohne Zaun ist schlecht. Ich werde jetzt erstmal das gute Stück mit hier reinnehmen. Eieieiei. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Okay, wir machen Folgendes. Mach kurz Pause, guck nach, bin gleich wieder da. So, ist klar, dass ich das nicht rauskriege. Denn ich habe es natürlich falsch gemacht. So. Tada! Fencegate. Sehr cool. Das brauchen wir. Ja, dann setzen 26 Saplings. Mal gucken, ob ich alles dabei. Dies braucht ja. Was ich aber noch machen sollte. Ich sollte mir nochmal eine Steinaxt mitnehmen. Denn ich muss den Zaun vielleicht nochmal wegmachen, aber wir gehen erstmal pennen. Ne? Ganz wichtig. So. Und jetzt gehen wir... Ja. Ach nein, das ist wieder ein Creeper. Ja, auch. Okay. So, den haben wir überlebt. Die Spinne, die lassen wir mal in Ruhe, weil Spinnen machen tagsüber nichts. Die greifen uns nicht an. Was sehr, sehr gut ist. Also, Spinnen und Creeper sind die einzigsten, die tagsüber da bleiben und nicht kaputt gehen. Zombies und Skelette gehen ja bei Tageslicht, verbrennen sie, ja. Natürlich wisst ihr das alles, aber ich muss ja irgendwas erzählen. Ah, Knochen. Knochen, sehr gut. Sehr, sehr gut. Knochen kann ich gut gebrauchen, Leute. So, erstmal Tor auf. So. Gut, jetzt will ich mal schnell schauen. Und zwar, da kommt das hin. Und dann machen wir nochmal eine Reihe. Und ja, ich werde den Zaun versetzen müssen, denn ich will das so machen. Also da kann man dann den Boden eben umgraben. So. Und dann kommen da die Setzlinge rein. So. Zack. Das mache ich, das Ganze. Zweimal. Jetzt muss ich hier bloß freilassen. Ja, das wird mein Laufweg. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Das nervt mich. Ja, das dachte ich mir. Jetzt geht mein Zeppelin für den Arsch.
Kriege ich dich wenigstens wieder? Nein, natürlich nicht. Egal. So. Und da, 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 da und da. So. Das wird quasi mein Laufweg. Ne? Einmal quer durch. Jetzt brauche ich eben mal meinen Stein, weil den will ich jetzt hier drauf flacken. So. Weil das funktioniert so schön. Ich weiß, man kann es effizienter machen, das Ganze, aber es soll ja für mich nur schön aussehen. Nein, das war schon wieder falsch. Und ich habe keine Ding dabei, ne? Egal, egal. So, hier außenrum. Kommt Stein. Zack und zack. Da auch. Und dann will ich nochmal zwei rein machen. Habe ich bei meiner Abzählung des Zaunes nicht bedacht. Ah, ich vergessen, ehrlich gesagt. So. Jetzt muss ich hier alles nochmal weghauen. Damit da keiner auf die Idee kommt, ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Eins, zwei, dahin. Ich ziehe jetzt erstmal, je nachdem wie lang es reicht, dann nochmal eine Reihe drumherum. Nein, schlecht. So. Bevor wir gehen, müssen wir hier nachher auch noch Fackeln anbringen, denn wenn es nicht gut ausgeleuchtet ist, spawnen die Viecher natürlich auch in dem Zaunbereich. So, das können wir jetzt schon mal wegmachen alles. Zack. Klopp. Hau. Bummer. Bumm. Kavum. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Ach ja. Ja, ich habe mich wirklich vertan. Ich habe vergessen, dass ich ja da zwei rein brauche. Okay, das passt, genau. Was hatte ich jetzt? Hier muss ich weitermachen. Zack, 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 zack. Da kommt das Tor hin. Zack, 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 zack. Zack, 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 kaputt, zack. Ah, falsches Werkzeug, Moment. So, das kommt auch wieder alles weg. Klopp. Dann habe ich hier nämlich nochmal zwei Reihen. Das Turm ist auch weg. Aber das Tor kommt da wieder hin. So. Komm, dann kloppe ich dich jetzt auch voll weg. So. Perfekt. So, Zaun sollte eigentlich ja reichen. Ach nee, reicht eben nicht. Doch, klar reicht. Logisch. Warum auch immer. Ich habe jetzt, Alter, mehr Zaun gebraucht. Aber egal. So. Da und da mache ich jetzt nochmal Stein hin. Und dann graben wir wieder. Nicht ins Feld reinlatschen. Gut. Keine Saplings mehr. Ist aber nicht schlimm für den Anfang. Also wir probieren zumindest, ob wir da mit ein bisschen mehr rauskriegen. Was wahrscheinlich nicht klappen wird. Oh doch, wir haben schon wieder vier. Das ist gut. Eins, zwei, drei,
4 und... Na? Jawohl. So, 6 Stück. 1, 2, 3. Okay, das war's. Gut. 4 Stück haben wir. Dann können wir hier... 3 Stück noch. 1. Nein, falsches Werkzeug. 1, 2, 3. 3. So. Gut, jetzt müssen wir quasi warten, bis da mal was wächst. So, ich würde gerne noch... Aber das... doch. Nee, das ist eine Pressplatte. Ich baue jetzt hier einfach noch mal eine Crafting-Table. Aus dem Grund, weil ich es kann. Denn ich würde gerne... Folgendes machen, damit ich hier nicht immer rüberlaufen muss. Und einfach, weil ich es schön finde, bauen wir hier einmal das und das da. So, wir haben eine kleine Brücke drüber. Sehr schön. Mein kleines Fältchen. Und das weiten wir dann aus. Dann bauen wir dann so das mal 1, 2, 3, also dreimal ringsrum, dass wir praktisch 4 solche Felder haben. Was allerdings etwas dauern kann, denn weil wir brauchen Saplings. Aber wir können nochmal, hier ist so Grasgebiet, vielleicht finden wir ja noch was. Jawohl. Ja, perfekt, da auch nochmal, wunderbar, und jawohl. Sehr schön. Ich meine, wir brauchen es zwar nicht, weil wir haben ja hier jede Menge Tiere ringsrum. Aber einfach weil man nie genug Essen haben kann. Weiß nicht, vielleicht spawnen irgendwann mal keine Tiere mehr. Und dann bin ich froh, wenn ich das die Nahrungsquelle habe. Und wenn ich irgendwann mal Melonenkerne finde oder eine Melone, habe ich eh ausgesorgt. So, komm schon, mehr Saplings. Ja, okay, jawohl. Okay, das soll es auch erstmal gewesen sein. Ne, die werde ich jetzt extra noch pflanzen. So, wie viel habe ich denn? 19. Cool. War ich doch fleißig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ja, das wächst schon. Sehr schön. Jetzt heißt es für mich allerdings zurück zur Hütte und ja, schlafen. Ich reiße auf dem Weg einfach mal das komplette Gras mit weg. Okay, da ist nichts drin, da auch nicht. Ist nicht schlimm. Hopp, hopp. So. Dann lasst uns schlafen gehen. So. Wunderbar. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Bäume haben wir jetzt auch ein paar. Haben wir noch Saplings? Nee, ne? Was habe ich denn hier noch drin? Da ist Kohle drin. Da ist Glas drin.
Ich werde nachher das Feld mit Glas umrunden und ein Gewächshaus draus machen. Allerdings noch nicht jetzt. Ja, gute Frage. Seht ihr, da fängt es schon wieder an. Nee, dann werde ich jetzt hier nochmal schnell Pause machen. Und mal sehen, was ihr dazu sagt. Und dann, wenn es euch gefällt und ihr mehr sehen wollt, machen wir weiter. Bis dann. Ciao, ciao.